Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Rotation. Und ich füge noch ein Endlich hinten ran, denn ich habe es in den letzten beiden Wochen leider zeitlich einfach nicht geschafft, eine Trailer-Rotation wie sonst üblich am Sonntag rauszubringen. Die Wochenenden waren einfach zu voll und ich arbeite parallel noch an einem neuen Format, das ihr hoffentlich demnächst bei uns auf dem Kanal sehen könnt. Und das frisst halt auch ein bisschen Zeit weg. Außerdem lasse ich mich offensichtlich viel zu leicht davon ablenken, irgendwelche Spiele von 1996 auf modernen Rechnern wieder zum Laufen zu bringen oder zu optimieren. Und schwuppdiwupp, dann ist Sonntagabend und zu spät. Aber naja, jetzt gibt's wieder eine Trailer-Rotation und wir fangen an mit Black Myth Wukong. Von diesem Spiel haben wir im August letzten Jahres schon 13 Minuten aus einer Pre-Alpha gesehen. Das neue Video ist deutlich kürzer, zeigt aber trotzdem jede Menge Umgebungen, Gegner und Fähigkeiten dieses Action-Adventures, das auch gewisse Souls-Einschläge haben soll. Entwickelt wird Black Myth Wukong vom chinesischen Studio Game Service und dementsprechend ist es auch nicht allzu verwunderlich, dass es mal wieder die Geschichte von der Reise in den Westen aufgreift. Ein berühmter Roman aus dem 16. Jahrhundert und eines der wichtigsten klassischen Werke der chinesischen Literatur. Als Spielumsetzung haben wir das unter anderem auch schon bei Enslaved Odyssey to the West aufgegriffen gesehen. Aber genau wie Enslaved ist auch Black Myth eher eine lose Adaption statt eine 1:1 Umsetzung der Vorlage. Wir schlüpfen in die Rolle des Affenkönigs Sun Wukong und reisen und kämpfen uns durch die chinesische Sagenwelt. Und das sieht auch in dem jüngsten Video wieder spektakulär aus. Als technische Grundlage dient hier die Unreal Engine 4. Bis zum Release könnte es aber natürlich sein, dass die Entwickler noch auf die Unreal Engine 5 umsteigen. Denn der Release, und jetzt kommt die blöde Nachricht, ist erst für 2023 für den PC und die dann aktuellen Konsolenplattformen geplant. Wann dieses Spiel hier fertig wird, kann ich euch noch gar nicht sagen, denn es hat noch nicht mal einen Namen. Das ist das erste Material aus einem Spiel vom schwedischen Indie-Entwicklerstudio Section 9. Das wiederum sind ehemalige Entwickler von Little Nightmares und wenn man das weiß, finde ich, sieht man sogar auch sofort ein paar Parallelen zu dem kleinen Horrortitel. Insgesamt könnte dieses Spiel aber ein bisschen Baller- und Gadget-lastiger werden. Auf jeden Fall soll es eine Mischung aus Action- und Adventure-Passagen geben, also wird es neben den Kämpfen auch jede Menge kleine Rätsel zu lösen geben. Mehr Details zu dem Spiel folgen hoffentlich irgendwann dieses Jahr. Bestätigt ist aber immerhin schon, dass das Spiel für PC und die Next-Gen-Konsolen kommen soll. So, und ich mache gleich weiter mit dem Teasing für noch weit entfernte Spiele, denn das hier sind die ersten Szenen aus einem Dinosaurier-Survival-Spiel mit starkem Story-Fokus und trotzdem einer Semi-Open-World, das im dritten Quartal 2022 erscheinen soll und sowohl aus der First- als auch aus der Third-Person-Perspektive gespielt werden kann. Das Spiel heißt Instinction und nutzt aktuell die Unreal Engine 4. Die ersten sehr frühen Szenen daraus sehen eindrucksvoll aus. Das ist aber auch gar nicht so überraschend, denn das Studio dahinter, das aus Neuseeland stammende Team von Hashbane, ging wiederum aus einer Architekturfirma hervor, die sich auf den Einsatz der Unreal Engine und das Erstellen von 3D-Objekten und Texturen spezialisiert hat. Das heißt jetzt natürlich noch lange nicht, dass da ein interessantes Spiel bei rauskommen soll. Aktuell sucht das Team dementsprechend noch Game Designer und Leute, die tatsächlich die Spielelemente in das Spiel reinbringen können, zusammen. Aber der Release ist ja auch wirklich noch weit weg und wegen meiner kann es gar nicht genug Singleplayer-Story-lastige Dino-Spiele geben. Ja, und wie aufs Stichwort folgt deshalb auch das erste Gameplay-Video aus einem First-Person-Dino-Shooter namens Compound Fracture. An dem Spiel arbeitet ein kleines Indie-Team, bestehend aus 3 Leuten, die sich noch nicht mal einen Firmennamen gegeben haben, sondern einfach nur mit ihren einzelnen Namen auftreten. Und das Ganze erinnert, passenderweise, an den 1996 veröffentlichten PlayStation 1 und PC-Shooter
Alien Trilogy. Soll heißen, wir haben hier ungefilterte Texturen für die Umgebungen. Wir haben auch keine richtige Perspektivkorrektur. Deshalb sehen die Texturen und die Polygone auch so ein bisschen verschwommen aus, wenn man sich bewegt. Das ist natürlich ein grafisch ganz anderer Look als das auf Hochglanz polierte Instinction. Aber ich muss gestehen, als ich die ersten Szenen hier raus gesehen habe, vor allen Dingen auch, wo die Spielfigur dann die Shotgun in der Hand hält, habe ich mich sofort an die Szene aus dem ersten Jurassic Park erinnert, wo Ellie dann unten in diesem Bunker den Strom wieder anmachen muss und gegen Raptoren kämpft oder besser gesagt vor ihnen flieht. Und auch hier werden wir in ein paar Sekunden die ersten Raptoren sehen. Das Ganze richtet sich natürlich an Retro-Fans, aber für die klingt vielleicht ein geradliniger First-Person-Shooter mit unterschiedlichen Waffen und vielseitigen Gefahren durch die unterschiedlichen Dinosaurier durchaus spannend. Ich habe auf jeden Fall die Entwickler mal angefragt, ob wir davon vielleicht mal mehr sehen können, denn soweit soll der PC-Release nicht mehr weg sein. Tja, und so wahnsinnig weit weg soll auch der Release von diesem Spiel hier nicht mehr sein. Das ist das jüngste Video zum Ego-Shooter Bright Memory Infinite, also der aufgebohrten Vollversion dessen, was vor einer Weile mal in den Early Access gestartet ist und jetzt mehr oder weniger eigentlich nur so als Demo verstanden werden kann. Wer allerdings Bright Memory in der Early Access Phase auf Steam gekauft hat, kriegt trotzdem weiterhin Bright Memory Infinite kostenlos dazu, also der Deal steht weiterhin. Ansonsten hat sich die Informationslage um dieses Spiel eigentlich nicht groß geändert. Es gab jetzt zwar diesen neuen Trailer, als Release-Zeitraum wird aber weiterhin nur grob 2021 gesagt. Ursprünglich sollte das Spiel ja schon Ende letzten Jahres rauskommen, aber naja, Verschiebungen hatten wir ja in letzter Zeit mehr als genug. Dafür gibt es nach dieser ruhigen Einleitung aber auch gleich noch ein paar Szenen aus dem eigentlichen Spielablauf, also aus der First-Person-Action. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. My name is Sherlock Holmes. I will investigate and the culprit will be identified. Das waren die ersten echten Ingame-Szenen aus dem neuen Sherlock Holmes-Spiel Chapter 1. Mehr davon können wir euch hoffentlich Ende April in unseren nächsten Find Your Next Game Streams zeigen. You took everything from us. Our lives. Our memories. Our freedom. Während das erste Spiel vom französischen Indie-Entwickler Hibernian Workshop eine ziemlich düstere Angelegenheit war, denn das war das 2D Souls-like Dark Devotion, sieht das neue Spiel Astral Ascent deutlich farbenfroher aus. Denn wir sehen hier gerade die ersten Spielszenen aus diesem 2D-Plattformer, der Roguelike-Elemente mit Story und zwei Spieler lokalem Koop verbindet. I promise you, one day we will free ourselves. In den nächsten Wochen soll eine spielbare Demo-Version veröffentlicht werden, die hoffentlich genug Leute von diesem Spiel überzeugen kann, denn am 29. März startet eine Kickstarter-Kampagne, um bei der Finanzierung für die Entwicklung von Astral Ascent mitzuhelfen. Eine Crowdfunding-Kampagne, nicht über Kickstarter, aber über Indiegogo, hatte auch geholfen, die über 10 Jahre lange Entwicklung des Action-Rollenspiels Crosscode zu ermöglichen. Und für dieses Spiel ist jetzt der erste Story-DLC erschienen. A New Home bringt rund 8 bis 10 Stunden an neuen Inhalten, neue Gebiete zu erkunden, neue Fähigkeiten, neue Dungeons, den größten Dungeon, den es bislang im Spiel gibt, und natürlich jede Menge neue Gegner, Bosse und Rätsel. Das Add-on kostet regulär für die PC-Version über Steam rund 7,40 Euro. Aktuell gibt es einen Rabatt von 10%, weil es ja gerade erst rausgekommen ist. Und die ersten Spielerkritiken fallen sehr positiv aus. Wenn ihr euer Crosscode-Abenteuer auf den Konsolen mit A New Home fortsetzen wollt, dann müsst ihr euch allerdings noch ein bisschen gedulden. Der DLC kommt dort erst im Sommer raus. Vor rund 2 Wochen hatte ich euch in einem Video zusammengefasst, was 2021 und darüber hinaus an neuen Inhalten und Updates für den Flight Simulator von Microsoft geplant ist. Und da war natürlich auch das kurz darauf folgende dritte Welt-Update ein wichtiger Punkt. Das wurde am 16.02. dann veröffentlicht. Zum Zeitpunkt meines Videos hatte ich allerdings noch nicht den kompletten Trailer daraus, sondern nur ein paar Auszüge. Deshalb hier nochmal das komplette Video davon. Soweit die
guten Nachrichten. Die schlechten Nachrichten sind, dass es wohl technische Probleme mit diesem Weltupdate gab und dass sich dadurch die Veröffentlichung der folgenden Updates verzögern wird. Als nächstes soll nämlich erstmal ein Hotfix dazwischen geschoben werden, der die Probleme von dem letzten Update behebt. Und dann geht's am 11. März mit dem Sim-Update 3 weiter. Und mit dem World Update 4 geht es erst Anfang April weiter. Das sollte eigentlich am 30.03. kommen. Jetzt kommt es irgendwann Anfang April und bringt dann Frankreich und die Benelux-Staaten in überarbeiteter Fassung ins Spiel. Auch das übernächste, also das vierte Sim-Update, wird verschoben. Es sollte eigentlich am 27. April kommen. Jetzt ist der Veröffentlichungszeitraum Anfang Mai. Das ist natürlich insgesamt ein bisschen ärgerlich für alle, die sich auf die neuen Updates gefreut haben. Andererseits zeigt dieses Video hier auch ganz gut, dass es derzeit zumindest in Großbritannien und in Irland jede Menge neue, interessante Sehenswürdigkeiten und Landschaften zu entdecken gibt. Also wer da ein bisschen Zeit in einen Rundflug stecken will, ist wahrscheinlich eine ganze Weile damit beschäftigt. Und ja, das war gerade das Viadukt aus den Harry Potter Filmen, wo der Hogwarts Express rüberfährt. Das hier sind neue Szenen aus dem Wing Commander 4 Fan Remake, von dem ich euch ja schon vor ein paar Monaten ein paar Spielszenen in einer der früheren Trailer Rotations gezeigt habe. Bei diesen neuen Aufnahmen geht es nicht so sehr um die Grafik, sondern vielmehr um den Sound, denn der wird gerade überarbeitet. Bei der Neuauflage werden ja nicht nur die Zwischensequenzen und auch die Schiffsscreens per KI-Upscaling und Überarbeitung verbessert, sondern auch das komplette 3D-Gameplay. Dabei greifen die Macher zwar auf die Original-Sounds zurück und ihr werdet auch zum Spielen dieses Fan-Remakes eine Originalversion von Wing Commander 4 brauchen, aber die gibt es ja bei GOG und bei Origin, also kein Problem. Aber es soll natürlich alles an modernere Standards angepasst werden. Hinzu kommen ganz neue Sounds für die neuen Cockpits, denn in Wing Commander 4 im Gegensatz zu Wing Commander 3 gab es tatsächlich keine Cockpit-Grafiken mehr. Die kehren jetzt in dem Remake als 3D-Grafik zurück und brauchen natürlich auch ein entsprechendes Klangbett. Ein Termin für das Remake gibt es derweil immer noch nicht. Vielleicht kommt dieses Jahr eine Demo-Version raus. Ja, und bleiben wir noch kurz beim Thema Remakes. Vom System Shock Remake, also dem Immersive Sim Klassiker von 1994, gibt es jetzt eine neue Demo dieser Neuauflage, die Feature Complete ist und auch ein bisschen Lust auf den Release im Sommer machen soll. Denn wenn man das Spiel vorbestellt, bekommt man die Enhanced Edition von System Shock 2 noch dazu, die einige Verbesserungen, unter anderem kompletten VR-Support mitliefert. Aber in erster Linie geht es natürlich um das Remake von System Shock, das man jetzt ausprobieren kann, zumindest auf dem PC. Dort gibt es die Demo unter anderem bei Steam und bei GOG und sie sieht meiner Meinung nach fantastisch aus. Hello, Mr. Kellerman. I want to remind you about today's visit in our clinic. Hi, I remember, but I have doubts about this. Is this safe? There is nothing to worry about, Mr. Kellerman. It's completely safe. System unstable. Okay, Doctor. See you soon. Goodbye. Ja, was soll schon schiefgehen, wenn man sich in einem experimentellen medizinischen Verfahren mit Nanopartikeln gegen seine Ängste und Phobien behandeln lässt? Offensichtlich eine ganze Menge, denn das ist die Ausgangssituation im Horrorspiel Dark Moonlight. Wir steuern Dave Kellerman aus der Ego-Perspektive und anders als der Trailer es hier vielleicht vermuten lassen würde, können wir wohl tatsächlich auch gegen die Monster kämpfen. Es gibt Waffen und Munition, wenn auch in sehr begrenztem Maße. Es soll auch Rätsel geben, die für ein bisschen Abwechslung sorgen. Was es noch nicht gibt, ist ein Release-Termin. Dark Moonlight ist bislang für den PC angekündigt. Wann es kommt, ist noch völlig offen.
Mit diesem Trailer hier haben die Macher von Absolver, also das Indie-Entwicklerstudio Slowclap, ihr neues Spiel Sifu angekündigt, und zwar letzten Donnerstag in der State of Play von Sony. Inzwischen wissen wir aber, dass das Spiel sowohl für die PlayStation 4 und für die PlayStation 5 dieses Jahr kommt, aber auch im Herbst für den PC, und zwar erstmal exklusiv über den Epic Game Store. Nachdem Absolver ja ein Multiplayer-Kampfspiel war, wird Sifu ein Singleplayer-Story-basiertes Erlebnis werden, bei dem wir jedes Mal, wenn wir sterben, zwar älter, aber auch stärker werden. Die Geschichte dabei ist eine klassische Racheerzählung. Als junger Kung-Fu-Schüler wird unsere Familie umgebracht und wir suchen jetzt die Mörder und prügeln uns dazu durch verschiedene Locations in einer Stadt. Und das Ganze sieht natürlich ein bisschen aus wie The Raid als Spiel. Diese Sterbemechanik ist übrigens nicht nur was im Gameplay stattfindet, sondern tatsächlich auch im Spiel erklärt wird. Unsere Hauptfigur hat einen Talisman, der ihn wiederbelebt, aber eben älter wiederbelebt, wenn er stirbt. Und ich tippe mal drauf, dass wenn man zu oft stirbt und man es nicht bis zum Ende geschafft hat, das Spiel wahrscheinlich als gescheitert gilt. Der Subnautica-Nachfolger Below Zero hat diese Woche nicht nur das neue Seaworthy-Update bekommen, sondern auch einen Release-Termin. Am 14. Mai kommt das Spiel für PC und Konsolen raus und das schließt sowohl die Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft ein, als auch die Nintendo Switch. Am selben Tag wird auch das erste Subnautica für die Switch veröffentlicht. Als Boxed-Version gibt's das Ganze dann als Bundle. Wer nicht so lange warten will, kann natürlich auch weiterhin die Early Access-Version kaufen und dort schon fast die komplette Story bis auf das Ende durchspielen. Das fehlt noch und kommt dann zum finalen Launch. So viel von meiner Seite. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen dabei und ich hoffe auch, dass ich nächsten Sonntag dann die nächste Folge hinkriege. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Fritz.